Das Ding ist echt nervig manchmal. Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Letztes Mal habe ich schon angekündigt, abziehen. Erstmal muss man erklären, was ist abziehen. Abziehen ist natürlich jemanden Ware nicht aushändigen, aber das Geld abnehmen. Ware abnehmen, aber nicht bezahlen. Das ist abziehen. Man nutzt den Umstand, dass das, was man da mit jemandem gerade vorhat, ja eh eine illegale Tätigkeit ist und derjenige einen deswegen nicht anzeigen kann, wenn man ihn schädigt. Das ist der allgemeine Grundgedanke des Ganzen. Jetzt war ich ja eher ehrliche Socke und eine ehrliche Haut und habe das eigentlich auch nicht haben machen wollen. Also wenn ich mal jemanden abgezockt habe, dann nur ein einziges Mal mit Absicht. Und damals war das so, ich habe verkauft in München Neupierlach, war keine so große Nummer zu dem Zeitpunkt, habe da in der Woche vielleicht 100 Gramm umgesetzt. Und da war halt einer, der kam öfter mal vorbei nach der Berufsschule, auf dem Weg nach Hause und hat halt bei uns eingekauft und ist dann wieder gefahren. Und der hat immer wieder mal Freundin angebackert. Und ich habe einmal zu ihm gesagt, als sie nicht dabei war, hey, Alter, hör auf, mal Freundin dauernd anzubackern, hey, das packe ich gerade gar nicht. Wenn du nicht aufhörst, muss ich mir was einfallen lassen. Dann hat er mir halt einen dummen Spruch gesetzt, so, ich soll Klappe halten und bla 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 und ich büte mir das ein. Und hat er dann weitergemacht. Und dann, als sie in meinen Urlaub gefahren ist, für, ich glaube, 2 Wochen oder so nach Sri Lanka, durfte ich ja in der Wohnung bleiben bei ihr und habe von dort aus verkauft und Schwester war da. Und die habe ich einfach eingespannt, ohne dass die das wusste. Und zwar er bei mir mit, ich glaube, 1000 Mark und habe mich gefragt, ob ich was besorgen kann. Er möchte auf ein Festival fahren. Ja. Und dort will er verkaufen. Hätte ich ihn nicht abgezockt, hätten sie ihn wahrscheinlich eh erwischt. Aber egal. Darum geht's gar nicht. Ich habe mal halt meine Chance gewittert. Ich war stinksauer, weil er halt meine Freundin anbackert hat. Und auf mein freundliches Hör auf damit nicht reagiert hat. Mit dem Tausender dachte ich mir, nur kannst du da schön Urlaub machen in Holland in der Zeit, wo deine Freundin nicht da ist. Und dann lasst du halt den Spinner dann was wieder machen. Nach dem Festival kann er wieder kommen. Ja, und dann war es so, er kommt noch mal kurz davor noch einmal zu mir. Und ich dachte, ah, scheiße, jetzt will das Geld wieder haben. Und dann bringt er mir noch mehr Geld. Dann hat er mal 1500 Mark gebracht. Und mit denen bin ich nach Holland gefahren. Während er mich dann da in Neupierlach gesucht hat mit seinen Kumpels und dachte, der erwischt mich da irgendwo mit meinen Spitzeln draußen, war ich halt in Anheim und hab mir da meine ersten Kontakte geknüpft. Hab halt mit dem dann geredet, so, der mir dann später das Zeug verkauft hat. Das berührt mich aber heute noch, weißt du, weil eigentlich bin ich nicht so ein gescheiter Kerl. Aber da war es ja so, dass ich ein Exempel statuieren hab müssen. Ich konnte mir das nicht gefallen lassen, dass der hier vor meine ganzen Kunden ständig meine Freundin anbackert und ich mache nichts dagegen. Weil, ja, das ist halt unten durch schnell, geht ganz schnell. Von daher habe ich das halt dann gemacht. Der ist tatsächlich auch nochmal aufgetaucht, so
Sie war ja 2 Wochen nicht da und das war gleich am Anfang und das war nach dem einen Wochenende. Dann kam er, hat er halt klingelt, dann ging die Schwester an die Tür und da hat er gesagt, ich bin nicht da und sie weiß nicht, wo ich wohne und wo ich bin und keine Ahnung. Und dann hat er aufgegeben. So schnell ist das gegangen. Ich habe halt dann, ja, er ist nicht mehr kommen. Später hat es wahrscheinlich Ärger gegeben, aber ich habe es halt rum erzählt, jeder hat gewusst, ja, okay. Wenn irgendwer nach mir fragt, wegen der Nummer, dann wissen die Leute ja, was sie zum Antworten haben. Meine ganze Kundschaft da. Die waren alle geimpft. Ich habe es jedem gesagt, so, ich habe den abgezogen, weil da hat meine Freundin anbackert und das geht nicht und kann ich mir nicht gefallen lassen. So ist das, so und so viel Geld war das. Und wenn der euch fragt, dann habt ihr das und das zum Antworten. Und alle haben gesagt, mach mal. Ja, coole Sache, könnt ihr weiter bei mir einkaufen kommen. Und ich habe immer das geilste Zeug gehabt, immer das beste Hasch. Ja, nicht diesen ganzen Einheitsbrei, was die anderen gehabt haben, sondern ich habe ihn halt angebracht, den schwarzen und den roten und dann die gute Platte und dann mal ein gutes Gras. Ja, das hat es halt nur bei mir gegeben. Oder auch gute Trips. Ja, das habe ich halt gehabt und die anderen haben halt dann, weiß ich nicht, im Herbert sind's ankommen dann später. Das gab's dann. Weil Polizei ist ja auf mich auch aufmerksam geworden. Ich glaube, ich erzähle euch jetzt dann gleich bei der beim nächsten Teil einmal die Nummer mit dem LKA. Die wollten ja unbedingt eine V-Mann-Tätigkeit von mir haben. Also, liken, teilen, kommentieren und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, das Bayerische Landeskriminalamt möchte nicht, dass ich Therapie mache. Peace.